Herzlich willkommen, meine lieben Dudes und Dudin, zur nächsten Folge von Punch Club. Ja, ich hoffe, euch wird es wieder gefallen. Wir werden nämlich jetzt auf 5 gehen. Auf 5 Stärke. Und dann knüppeln wir den mal einen rein. Den knüppeln wir jetzt richtig einen rein. Denn wir haben ja einen Kampf. Weil wir 400 Punkte haben. Gut. Sehr, sehr gut. Mal noch ein bisschen hier. Gut. Okay. 290 Energie hat er. Warum hat er denn so viel HP? Modern Mike. Okay. Was hauen wir rein? Wir knüppeln ihnen die Beine weg. Weichen aus. Okay. Bin gespannt. So. Super. Sehr schön. Der Mike kriegt eine reingeknüppelt. Seinen behinderten Jogginganzug. Und schlägt sich eigentlich immer selbst. Ich verstehe es auch nicht. Spitze. Oh, aber ich habe Doppel. Oh, das stackt. Was? Was? Wahnsinn. Was hat der denn da mit uns gemacht? Dafür kriegt er jetzt in der zweiten Runde richtig eine rein. Kombo, Kombo. Okay. Gib ihm! Er hat nur 2 Energie! Yes! Ihm gegen den Modern Mike gewonnen. Wuhuhu. $1000, 500 Sterne! Aber 10 HP verloren. Ja, erstmal gucken wir hier. 1200 als nächstes, um gegen Mighty Bruce zu kämpfen. Oh. Aber wir haben keine Talentpunkte, glaube ich, bekommen, oder? Wir können... Übungskampf machen. Der Übungskampf funktioniert ganz gut. Gibt auch 3 Punkte. Jeden Tag 1. Hätte ich vielleicht jeden Tag machen können. Um meine Punkte zu sammeln, dann hätten wir nämlich nach 10 Tagen schon 30 Punkte gehabt, hätte ich wieder was gesammelt. Okay. Weil hier weiß ich wenigstens, dass ich Punkte kriege, aber bei den anderen. Schade, dass wir keine Ultimate Fights machen können. Wir sind ja ein Movie-Star, sozusagen. Ja, 3 Punkte, das hat funktioniert. So, Pat, morgen. Okay. Ich habe genug für heute. Nochmal dahin. Kann ich hier noch jemanden zerstören? Ja, dachte ich. Okay. Da können wir auch nichts machen. Wir können nicht den Hund kriegen. Ich will den Hund haben. Kann ich dir was abkaufen? Einen Hund? Nichts. Und bei ihm? Heute ist ein guter Tag. Ich warte immer noch. Na gut. Dann Pizza Speziale. Okay, ich muss ein bisschen ausfahren. Flump. Nicht genug, ja. Ich möchte nämlich gegen die nächsten fahren, kämpfen. Wir haben noch so viele Bestellungen, okay. Liefern wir noch eine Pizza aus. Ich schätze mal, mehr 2 oder 3 Pizzen liefern wir aus und dann sollte das doch wieder. Wir haben so viele Bestellungen, immer noch. Jetzt vielleicht 3. Oder vier. Scheint, als sei Gewürze beliebter. Ja, und bla bla bla. Das Geschäft brummt.
Eines Tages habe ich genug, um nach Zypern zu fahren. Willst du die Gewürze Pizza probieren? Ja. Nimm die eine. Juhu! So, spezielle Lieferung. So, Gabe. Den will ich rausholen. Komm, tut mir leid. Aber auf dem Schild stand, dass ich Gabe besiegen soll. Okay, in diesem Fall gewinnst du wohl automatisch. Was? Das war aber einfach. Steve anzutreten. Ja. Was? Das ist doch scheiße. Na gut, wir holen uns wieder Energies. Steve. Oh Mann, ey, das sind doch echt Schweinepriester. So, dann pfeifen wir uns mal wieder ein bisschen Energy rein. Könnt ihr natürlich ihr noch ein kleines Geschenk machen. So, Adrian! Mach ein Geschenk. Ja. Das ist so süß. Jetzt kriegt sie ja keine Sterne mehr. Oder keine Sterne, sag ich schon. Keine Herzen über den Kopf, ne? Sind wir wirklich zusammen? Blablabla. Ah ja. Plaudern. Kostet mich ja nur mein Training. Aber dafür können wir dann besser trainieren. Wir können auch einfach ins Bett hüpfen, ne? Adrian. So, ein bisschen gequatscht. Nicht geknattert. So, verliebe dich. Ach, Liebling, du mein Vater. Okay, was könnten wir noch verbessern? Wir haben ja sehr viel Kohle. Wir brauchen 600 Sterne. Wenn wir unser tägliches Einkommen dann noch verbessern können. Wir können hier mehr rausholen. Oder auch mehr Geld. Machen wir das. So, dann würden wir 375 für eine Party kriegen. Und wenn wir Geld brauchen, können wir Sterne investieren, ne? Dann machen wir mal eine Party. Kostet uns alles Zeit und Geld. Ne, ja, Geld. Aber bringt uns auch Sterne. So. Reise wieder nächste Tag. Ich hoffe, das geht noch alles. Muss doch noch trainieren heute, Jungs. Gut. Gut. Ach, Energie fehlt uns. Ein Käffchen vielleicht? Nee. Dann kaufen wir hier mal Energy. Kostet einfach ein bisschen was, aber letztendlich bringt es uns viel mehr, wenn wir nicht schlafen. Oder? So. Nicht perfekt, aber okay. Ich würde sagen, wir müssen laufen. Warum ist Steve eigentlich nicht gekommen? Gabe hatte Bock, aber Steve, wer ist der Steve dann? Wer ist denn der Steve? Gabe hatte keine Lust. Das bringt uns Stärke und Ausdauer, ne? Ich kann nochmal hier gucken. Ausdauer, Stärke. Stärke, Ausdauer. Ausdauer, Stärke, Ausdauer, Stärke, Ausdauer, Stärke, Ausdauer, Stärke. Okay. Dann sollten wir stattdessen, statt dem da, das da machen. So. 20 Punkte. Wir sollten auch wieder einen Kampf machen. Ne, gegen den einen, damit wir wieder 3 Punkte kriegen. Muss ich jeden Tag eigentlich dran denken. Weil wir brauchen die Punkte, ne? So, jetzt hier den. Tag 180. Ja, ist echt nicht einfach. So, noch einmal hier. 5, 17, 11. Jetzt 4, 17, 11, aber 5, 17, 11 wäre es gleich.
So. Fahren wir zur Muckibude. Machen einmal ein Training. Übungskampf. Jo. Und so weit, so gut. Rein da. Also es stört mich halt, dass wir auf Dingens sollten, ne? Auf maximal 8 Ausdauer. Aber dann könnten wir halt Ninja werden und mit jedem Ausweichen mehr von dem Dingens kriegen, ne? Von Geschicklichkeit. Also haben wir hier drauf geguckt. Beim Weg des Tigers. Hätten wir das? Mhm. Damit können Stärke und Dings nicht höher als 8 sein. Und dann würden wir den Jutsu kriegen. Hätten noch die... Du wirfst den erlittenen Schaden zu Beginn der Angriffsphase auf deinen Gegner zurück. Techniknachahmung Kobra-Schlag. Du triffst den Gegner mit einem Schlag, der ihm Gesundheit bis zum Ende des Kampfes abzieht. Ja, okay. Kontrollierte Wut. Ja, das wäre vielleicht das, was wir als nächstes nehmen könnten. So. Fahren wir wieder hin. Wie sieht's denn aus? Was könnten wir jetzt ausbauen? Karriere. Wir können hier mehr Geld kriegen. Da täglich Einkommen. Hier steht's hier. Täglich Einkommen 20 davon. Komisch, ne? Das ist nicht ganz perfekt. Wahrscheinlich, weil täglich länger ist als daily. Deswegen steht da nicht alles. Können wir eine Party schmeißen? Oder... Ja... Ich mach mal einen Film. Ich drehe einen Film. Das ist auch gut. Nur leider... Ah doch, wir kriegen auch hier Trainingspunkte, ne? Also ist es nicht verkehrt. Wenn wir Runde 4 schaffen, dann wieder hier weitermachen. So. Schön getroffen. Super. Sehr schön. Das heißt... Nee, das mit dem Wind will ich nicht mal... Nee. Das geht einfach nicht in meinen Kopf. Ich brauche mehr Ausdauer. 11 ist schon ganz gut, aber könnte auch noch besser sein. Das sind eigentlich die beiden wichtigen Attribute, die ich habe und die ich behalten will eigentlich soweit. Und geschafft, ohne getroffen zu werden. Super. Eine gute Runde. Dann fahren wir mal fort. Der ist wieder ein bisschen stärker. Mit ein bisschen Glück schaffen wir es trotzdem. Wir haben ihm schon mal einen Knochen gebrochen und auch dieses, dass er mehr Energie braucht. Und worum steckt er sich selbst? Wir wissen es nicht. Schöne Kombo. Yes. So. Aber wir haben gleich keine Energie mehr. Dann trifft er uns. Okay, dann machen wir den da rein. Dadurch, dass wir Energie aufladen, überspringen wir sozusagen eine Angriffsaktion und geben ihm die Chance zu treten, was fatal sein kann, wenn er halt gut trifft, aber gut ist, wenn er eben nicht trifft. Und wir ausweichen und ihn damit kontern. So. Da wollen wir auf jeden Fall hin. Da wird's schwierig. 11, 4, 9. Letztes Mal hatten wir auch gesagt, dass das gut war soweit, aber irgendwie doch nicht. Jeder Treffer von dir reduziert das Geschick deines Gegners, wenn aktiviert. Das ist natürlich echt schwierig bei uns, weil Geschick ist das Wichtigste, was wir haben. Und das ist jeder Treffer, ne? Also, oder nur wenn er schlägt. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie reflektiert er auch Schaden und ich weiß nicht wieso. Wow, also gerade treffen wir hundertprozentig irgendwie. Erste Runde, K.O. Bumm. Hat gut funktioniert. Fahren wir fort. 14. Hm, die Ballerina, Kickdropper. Gut.
Gut, gut, gut. Also ich bin zufrieden mit der ersten Runde gerade. Wenig Energie verloren. Und wieder in der ersten Runde K.O. Na gut, dann machen wir weiter, ne? Noch sieht's gut aus. Warum nicht? 13, 8, 7. Hartnäckig. Ja. Ja, 30% mehr Geschichte, hier, wie heißt es? Geschicklichkeit. Das wären bei 17. Sind 10% 1,7. Also 3, 5,4. Wenn wir also low an HP werden, wäre das eine gute Option. Ich denke mal, das sollten wir vielleicht sogar nehmen. 211 Punkte noch. Unser Gegner gleich besiegt. Sieht nach einer guten Runde aus. Den Gegner können wir schlagen gleich. Ich glaube, das schaffen wir. 10, 10, 10. Gibt Schlimmeres? Gut. Sehr gut. Sehr schön. Aber der trifft halt auch mal ordentlich. Super. Also, dicke Kombo. Nur unsere Energie ist gerade futsch. Okay. Gib ihm einfach, gib ihm einfach. Jawohl, richtig dick Kombo, Kombo, Kombo. Einfach gar nicht zum Zug kommen lassen. Weg mit ihm. Bam! Und wieso schlägst du dich selbst? Geschafft. Das heißt, nimm den Preis. Und nimm das Mädchen. Yeah. gut. Wie sieht's denn jetzt aus? Verwalte deine Karriere. Okay, wir müssen Bruce Lee gleich besiegen. Wir können auch wieder einen Film drehen, aber erstmal brauchen wir HP. HP brauchen wir. Oh, das war nicht so ganz nötig, aber ja. Ja, okay. Mhm. Hat eigentlich super funktioniert, ne? Genau das, was wir wollten. 5 Stärke ist super. So. Davon ein bisschen und da machen wir den Laden voll. Gehen ab in den Keller. Kann ich noch irgendwas verbessern, was da irgendwie verbessert werden möchte? Das bringt uns da mehr. Das werde ich aber wahrscheinlich nicht nutzen, aber das werde ich nutzen. Tägliches Einkommen. Ich glaube, es wird verdoppelt. Das ist täglich 40. Glaube ich. So. Dann mal ab in den Keller und weiter trainieren. Und wir fangen mit dem hier an. Oh, das hatten wir zuletzt gemacht. Na gut, dann ist der Tag auch gleich vorbei. 40 pro Tag, super. Mhm. Laufen. Genau. Wir müssen nämlich auf volle Gesundheit kommen. So, ich schau mal nach, ob ich irgendwas hier finde. Can fight, you have spare skills, bla bla bla. Ach, scheiße. Schon wieder vergessen, gegen den einen zu kämpfen. Ah, wir haben 38 Punkte, warte mal. Sekunde, 38 müsste doch reichen, oder? Für den Talentbaum? Geschichte? So. Ich würde gerne in Russland weiter trainieren. Kontrollierte Wut. Ja. Ja. Warum aktiviert es das nicht? Weil das war irgendwo hier hinten. Irgendwo war das. Da hat es das nochmal aktiviert. Da musste ich nämlich nicht. Da habe ich nämlich Gegenreaktion. Und hier so, ne? Das, ich habe den gemacht und habe den freigeschalten bekommen dadurch. Demoralisieren habe ich gar nicht. Und 20% oder soll es 2% heißen? Demoralisieren. Oh, den Passiv-Dings habe ich noch gar nicht geholt. Wut oder demoralisieren? Weniger Schaden. Wir nehmen erstmal weniger Schaden. Zack.
Flipkick. Ersatz Karate-Kick. Karate-High-Kick. Okay. Okay. Dann gehen wir wieder darauf. Joa. Nochmal den. Das heißt, unsere Gegner kriegen jetzt, können jetzt weniger Schaden austeilen. Mal ganz kurz hier geschaut, was sind denn hier Kämpfe insgesamt? 116 gewonnen, 97. 32 Techniken. 646 Kilometer sind wir gelaufen. 20 Pizzen gegessen. Warum das da aufgeführt wird, weiß ich nicht. Mit zwei fehlen uns noch, können wir nur noch zwei kriegen maximal. Okay. Nochmal hier hoch. Sind 86% Gesundheit. 325. Ich könnte einfach wieder einen Film drehen. Geld hätten wir soweit auch. Aber ich denke mal, dass wir beim Filmdreh nicht nicht ganz so weit kommen. Wir werden wahrscheinlich nicht bis zum Ende kommen. Das heißt, ich trainiere noch mal ein bisschen. Wohl. Na gut. 88% Gesundheit. Das will ich auf jeden Fall ausbauen. Ich will 100 haben. So. Bleiben auf 17 und 11. Schwierig. Es ist sehr, sehr schwierig. Hier. Immer noch nicht. Ach, scheiß mich doch nicht an. Machen wir das. So, 679. Wir kriegen halt über 200 am Tag an Geld. Also Dollar und 40 Sterne. Warum auch immer wir Sterne kriegen am Tag. So, nutzen wir hier nochmal die Gelegenheit, den Hammer zu schwingen. Schwing dein Hammer. Sollte auf 5 gehen. Noch einen halben Tag verliebt. So. Gesundheit ist auf 100. Dann drehen wir einen Film. Wir brauchen 1200, um gegen Bruce Lee zu kämpfen. Das ist echt krass. Krass viel. So, die 12 wird heute nichts mehr. So. Oh, da hat jemand Hunger. Ja. Schauen wir mal kurz in den Kühlschrank. Energie können wir auch nochmal holen. Wir haben sie gar nicht so Truthahn mehr raus, ne? Ja. Gut, dann verwalten wir nochmal hier. Und drehen einen Film. Ninja. Okay. Dann bin ich mal gespannt. What ya? Warum haust du dich nur selbst? Warum machst du das? Das ist echt die coolste Technik, die es so gibt. Aber wir haben natürlich auch schon viel verloren, ne? 13 Punkte, sogar noch mehr. Ja, und jetzt rein. Also das wird schwieriger mit dem Film. Schon auf Film bald verzichten, wa? Runde 1 bestanden. Gibt aber immer noch genauso viel. Oh, aber schön ein bisschen auf die Schulter geboxt. Aber machen wir doch mit den Tritten viel mehr Schaden, ne? Ich muss einfach mehr Tritte reinpacken. Aber die sind halt sehr stark, die Punches. 7, also der hier bringt 8. Aber eigentlich bringen sie ja noch mehr, ne? Wenn man das so sieht. 17. Okay. Gegner Nummer 2. Also das wollen wir auf jeden Fall schaffen. Ich glaube, das wird auch erhöht. War das nicht vorhin nur 500? Und jetzt sind es 1, 13, 6. Also der will gar keine Stärke haben. Gut. Ja. Gut.
also es haut gut rein, ne? Wenn wir ordentlich treffen, wenn wir schnell treffen, wenn wir gut dabei sind. Der Film läuft gut. Aber wenn wir verlieren im Film, wäre es ja auch doof, dann spielen wir irgendwie eine böse Rolle oder sowas. Gut. Die vierte Runde auf jeden Fall machen wir noch. Aber danach... weiß ich nicht. 3, 12, 7. Der hat jetzt hier auch demoralisieren. Hartnäckig. Ninjutsu. Deswegen hat er auch nur 7 hier. Er kann halt maximal 8 haben, ne? Oder kann 8 nicht überschreiten. So heißt es ja, glaube ich, ne? Also hat er wohl 8 höchstens. Aber was für mich irgendwie als Nachteil sich erweist. Er hat halt Ninjutsu, das halt mit jedem Ausweichen sehr viel hinzufügt. Also erfolgreich, ne? Ist die Frage, ob wie lange es bleibt. Nur mich ärgert es, dass wir nicht nach jedem Kampf Punkte kriegen. So, 154. Der nächste Ninja wird gleich dran sein. Fahren wir mal fort. Ja. Also sieht machbar aus, aber ich weiß nicht, wie die nächste Runde wird. Ob wir das schaffen. Und dann kriegen wir nachher gar nichts mehr. 134 ist mir echt zu wenig. Bisschen sehr riskant. So, weg. 114 Punkte, das ist mir zu wenig. Ich würde gerne mal sehen, wen wir als nächstes haben. Aber ich nehme einfach den Preis. Ja, ist gut. So. Auf jeden Fall ein bisschen was gebracht. Können wir mit ihm noch reden? Mehr nicht, ne? Nur die Karriere verwalten. Gut. Uiuiui, das kostet 1500 Sterne und 3000 Dollar. Soll er noch Shirts haben und so. Angeben mit dem Helikopter und so. okay. Könnte das machen, Lü? Wir müssen uns erstmal hier wieder ausruhen und regenerieren. Wir hätten vielleicht die letzte Runde noch geschafft, aber nur vielleicht. Deswegen trainieren wir erstmal weiter, für so unsere Konstitution wieder aufzubauen. Kurz vor 12. Gefällt mir. Wenn wir dann auf 12 sind, wird es sogar noch ein bisschen besser. Vielleicht knacken wir die Gegner dann noch besser. Und dann würde ich vielleicht mal einen Tag wieder probieren, gegen Steve zu kämpfen. Dafür müssen wir halt ein bisschen Pizza ausliefern. Wenn wir den letzten von den Turtles haben. Ich weiß ja nicht, wie stark der ist, aber so stark werden sie wahrscheinlich nicht sein. Gegen einen schaffen ist auch ganz gut. So. Schon rumgepanscht. Gesundheit erst bei 40%. Uiuiui. Gut, gut, gut. Es gibt hier auch schön wieder Ausdauer. So. 12. Nice. Gut, Geschicklichkeit. Ausdauer dazu. Laufen wir gleich noch eine Runde. Wahrscheinlich muss ich ein bisschen was essen, damit hier wissen, wieder was dazukommt. Eine Gesundheit. Das sieht aber soweit ganz gut aus. Essen. Wir sind hungrig, 30%, Gesundheit 50%. Wenn ich jetzt ein bisschen was esse. So. Hier ist auch ein bisschen Herzen. So. Das sieht gut aus. Und dann würde ich sagen, machen wir nochmal einen Kampf. Ne? Verwalte deine Dings-Karriere. Ja. Und dann... Ach, guck mal, das hier. Trick Nachahmen, das kann ich noch verstehen. Aber die anderen hatten das nicht. Verstehe ich nicht.
So, 275 sieht auch gut aus, aber da hat er gut getroffen. Wenn wir am Ende, also wenn wir es bis zur letzten Runde irgendwie schaffen und dann irgendwie noch 150, 200 Punkte übrig haben, dann würde ich sagen, machen wir die letzte Runde. Aber ansonsten machen wir weiter. Vorher, also hören wir vorher auf. So. Gut. Dadurch, dass wir jetzt 5 Stärke haben, knüppeln wir nachher da rein. Das sieht man ja. Wir brauchen auch ein bisschen mehr Energie, ne? Vielleicht könnten wir uns auf 6 wagen. Das würde ich mal probieren. Aber ihr seht es ja, ne? Mit Energie. 243. Wenn wir am Anfang einfach gut treffen, ist das geil. Das ist richtig cool. Pom, 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 pom. Oh, 56. Sehr schön. Sehr gut. 226. Yep. Sehr, sehr gut. Kann halt auch Schaden zurückwerfen, ja. Beide. Aber wird leider nicht aktiviert. Warum wird es nicht aktiviert, Mann? Immer aktivieren. Komm schon. Oh, Combo. Ja, 217. Soweit zufriedenstellend. Letzte Runde, also vorletzte Runde wird nochmal ein bisschen kritisch, glaube ich. Wir werden wahrscheinlich unter 200 fallen. Ja. Komm schon, gib ihm nochmal einen Tritt. Runde 4. Gut. Gut, gut, gut. Okay. Mal hier schauen. Mhm, HP ist wenig runtergegangen. Ninja 4. So. Ninja 5. Wird jetzt auch ein bisschen hartnäckiger. Ich weiß es echt nicht. Ich weiß nicht, warum wir manchmal Schaden bekommen. Gut, letzte Runde machen wir. 191. Hm. Wer hat den Schlangenbiss? Da bin ich gespannt. Ich hoffe, der trifft uns damit nicht. Okay, 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 okay. Jo. Ach du Scheiße, war das der Schlangenbiss? Ist das der Schlangenbiss? Der zieht uns die ganze Zeit Energie ab. Oh. Das ist ja mies. Okay, aber sieht gut aus, sieht gut aus. Schaffen wir, schaffen wir. Noch einen Kick in die Kniekehle. Ja. Oh, geschafft. 131 übrig. Nehmen wir den Preis doch gerne. 550 Sterne. Ja, kann man machen. Wir haben jetzt aber kaum noch Energie. Ja, komm hier. Weg mit dem Kaviar. Jetzt hat er halt nichts mehr da, oder wie? Muss ich jetzt hier mit dem Koch reden? Der ist schon lange nichts mehr. Nein, 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 nein. Puh. Telefon geht nicht. Sonst geht nichts. Wir können eigentlich nur die Sache machen. Dann gehen wir in die Stadt. Gehen hier nochmal hin. Mit dem Bus. Machen einen Übungskampf. Und knüppeln ihn weg. Seht ihr, wir haben nur 200 statt 275. Wir wollen einfach nur der Champion werden. Wir brauchen 1200 Punkte, damit wir den nächsten Gegner besiegen können. Na, mal gucken. Ich weiß auch nicht, was beim nächsten Film wieder ansteht. Gut. Gewonnen. 3 Punkte wieder dazu. 36. Dürfte sogar reichen. Nice. Weg des Tigers. Hier hätten wir den Karate Kick. Crossroads, da weiß ich nicht genau.
den Kick noch dazu. Verursacht mehr Schaden bei gleichen Energiekosten. Ja. Gut. Hier runter. Trainieren oder nochmal was einkaufen. Einkaufen. Das sieht wieder gut aus. Danke, danke, danke. Das Kompliment kann ich nicht zurückgeben. So, das ist Pizza. So, sieht soweit aus. Mhm. Sieht in Ordnung aus. Wir haben echt viele Perks, ne? So. Was können wir jetzt noch verbessern? Wir brauchen, glaube ich, 6, 3000 oder was? 1500. Wir haben 1500. In dem Kram, wir könnten sogar hier den nächsten Film drehen, aber da werden immer noch stärkere Gegner kommen. Wir brauchen aber erstmal ein bisschen Energy und müssen uns dann aufbauen, ne? Ja. Das heißt, zu guter Letzt werden wir vermutlich nochmal die Dips hier machen. Wie heißt denn der Kram? Kniebeuge mit Gewichten. Ekelhaft. Für die Knie zumindest. So. Das haben wir auch sehr gut auf 17 inzwischen. Also, dass es konstant 17 erstmal ist. Jetzt laufen wir, damit wir da auf 12 kommen. Wir sind sogar schon auf 12. Pushen das nach vorn. So weit, so gut. Jetzt müssen wir nur noch vielleicht noch einen Film drehen. Dann haben wir auf jeden Fall genug Punkte. Ja, wir brauchen 300 auf jeden Fall zurück. Müssen ja 100 ausgeben, 200 müssen wir, kriegen wir dann eventuell, wenn wir bis Runde 4 kommen. Oder sogar mehr, ich weiß es nicht genau. So. Technik sieht gut aus. Wir können uns auch nochmal irgendwie Anabolika holen oder Steroide oder so ein Scheiß. So, ein bisschen Springseile machen, ne, hier, der Kram. Sehr gut. Also wir gehen echt langsam Richtung 18, was wir auch echt benötigen. Aber den Perk nicht. Den Ninja, den könnten wir gebrauchen, den Ninja-Perk, aber den Kram hier nicht. Gut. Gut, gut, gut. Gehen wir also hier hin. Machen wir noch eine Runde hier in der Folge? Wir machen noch eine Runde. Obwohl, ich habe nicht genug Gesundheit. Das ist das Problem. Das heißt, ich muss erstmal weiter trainieren. Und jetzt kommt auch der Kram hier nach, gerade. Gibt sogar 10 Herzen, ne? So wie die Tiefkühlpizza. Tiefkühlpizza ist echt immer am besten. So, Fleisch. Ja, wir könnten in dieser Folge noch einmal kämpfen. Aber es. Ja, nee, machen wir in der nächsten. Also, ich sag erstmal vielen Dank wieder fürs Einschalten und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut. Bis dann. Ciao.